herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wir hatten ja vor kurzem den Stefan Leuger zum Thema DIN 77200. Jetzt habe ich ihn gleich nochmal. Und zwar hat er ja schon in seiner ersten Folge vor einiger Zeit angekündigt, dass das Thema Arbeitszeitgesetz eines seiner Steckenpferde wäre. Und zufällig habe ich letzte Woche hier eine Nachricht bekommen von einem Hörer, der gesagt hat, ich soll mal einen Podcast zu dem Thema machen. Wie kam es eigentlich dazu, dass in der Sicherheitsbranche 12-Stunden-Schichten normal sind, obwohl ja eigentlich 8 bis 10 Stunden nur gearbeitet werden kann? Ja, und da ist natürlich der Stefan der perfekte Ansprechpartner. Deswegen, hallo Stefan. Ja, hallo Jörg. So, ja, dann erzähl doch mal, wie schaut es denn aus mit dem Thema Arbeitszeit? Ja, okay. Vorweg, kleiner Disclaimer, ich bin kein Jurist. Was ich jetzt, sag ich mal, in der nächsten oder im Rahmen dieses Podcasts von mir geben werde, ist nicht meine Privatmeinung, sondern das ist eine Meinung, die sich aus mehreren Jahren Beratung entwickelt hat, in Gesprächen mit Arbeitsrechtlern, im Lesen von diversen Urteilen zu dem Thema etc. Das heißt also, ich mache jetzt hier keine Rechtsberatung, da bist du der kompetentere Ansprechpartner definitiv, aber ich denke mal, dass das, was sich bei mir zu dem Thema gebildet hat, eigentlich tatsächlich auch der allgemeinen Rechtsauffassung entspricht. Gut, fangen wir mal vorne an. Das Arbeitszeitgesetz regelt diverse Aspekte. Fangen wir am besten mal mit der Arbeitszeit selbst an. Im Paragraphen 3 ist relativ eindeutig festgehalten, die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf 8 Stunden nicht überschreiten. Sie kann bis auf 10 Stunden verlängert werden, wenn es innerhalb eines bestimmten Zeitraums, und jetzt weiche ich mal ein bisschen von dem Normtext ab, wenn es innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem Ausgleich kommt. Das heißt also, der 8-Stunden-Tag ist die Regel. Punkt. So. Es gibt natürlich wie immer bei Regeln eine Ausnahme. Die Ausnahme finden wir im Paragraphen 7, Absatz 1. Man kann die Arbeitszeit auf über 10 Stunden verlängern, wenn es eine tarifvertragliche Regelung gibt. So, und die gibt es im Sicherheitsgewerbe. Die findet sich im Paragraphen 6 des Mantelrahmentarifvertragsbund. Und dort ist festgehalten, dass die regelmäßige tägliche Arbeitszeit 8 Stunden nicht überschreiten soll, sie aber verlängert werden kann auf über 10 Stunden, wenn, und jetzt kommt das Entscheidende, in regelmäßig und in erheblichem Maß Arbeitsbereitschaft anfällt. So, das heißt also, 12 Stunden sind prinzipiell erstmal legal. Nebenbei gesagt, legal wären auch 14, 16, 18, 20 oder 24 Stunden. Auch darüber hinaus, denn das Arbeitszeitgesetz stellt an die tägliche Arbeitszeit erstmal keine Obergrenze. Es gibt aber zwei andere Obergrenzen, die das Ganze dann wieder ein bisschen relativieren. Es gibt eine maximale wöchentliche Arbeitszeit und es gibt eine maximale Jahresarbeitszeit. Und im Grunde, wenn man es mal einfach ausdrückt, sagt der Gesetzgeber, die tägliche Arbeitszeit darf im Durchschnitt nicht länger als 8 Stunden sein. Das heißt also, wenn ich 24 Stunden durcharbeiten würde, dann müsste ich halt im Laufe der Woche oder des Jahres den entsprechenden Ausgleich bekommen, sodass ich auf maximal, im Durchschnitt maximal 8 Stunden pro Tag komme. Okay, gut. Jetzt hast du ja gesagt, der Grundsatz wäre 8 Stunden, Ausnahme wäre mehr. Genau. Jetzt ist es ja in der Bewachung genau umgekehrt. Kann ich denn auch ja, richtig, die Ausnahme zum Grundsatz machen? Wenn diese Rahmenbedingungen erfüllt sind, ja. Also das ist jetzt genau der entscheidende Punkt, um den sich alles dreht. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, sind regelmäßig und in erheblichem Maße Arbeitsbereitschaft. Jetzt ist das sehr unkonkret. Ja. Also regelmäßig, da könnten wir uns noch relativ schnell darauf einigen, das versteht auch ein Laie. In erheblichem Maß, da wird es jetzt schon schwieriger. Und da müssen wir dann die Rechtsprechung bemühen. Und da hat das Bundesarbeitsgericht in mehreren Urteilen festgelegt, dass in erheblichem Maße bedeutet mindestens 1/3 der Arbeitszeit. Das heißt also, in einer 12-Stunden-Schicht müsste ich mindestens 4 Stunden Arbeitsbereitschaft haben. Mhm. So. Die kann aber auch auseinander sein. Also, dass die, ich halbe richtig. Stunde, dann mache ich einen Rundgang, genau. Halbe Stunde mache ich einen Rundgang. Das genau. Geht. Genau. Also es muss kein zusammenhängender Zeitraum sein. Innerhalb dieser 12 Stunden muss es insgesamt 4 Stunden Arbeitsbereitschaft, muss insgesamt 4 Stunden Arbeitsbereitschaft vorliegen. So, und jetzt kommt die Gretchenfrage. Was zum Teufel ist Arbeitsbereitschaft?
Das ist, und das ist ein wunderbares Urteil und ein wunderbarer Satz, den das Bundesarbeitsgericht, glaube ich, sogar mal geprägt hat. Das ist der Moment wacher Achtsamkeit. Das heißt, ich befinde mich an meinem Arbeitsplatz im Zustand der Entspannung, kann aber jederzeit meine Arbeit wieder aufnehmen. Einfach gesagt, ich habe gerade nichts zu tun und kann arbeiten. Klassische Beispiele sind Taxifahrer, die irgendwo gerade an einem Taxistand stehen und keinen Fahrgast haben. Der Klassiker des Rettungssanitäters, der auf einen Einsatz wartet. Der Feuerwehrmann, der auf deiner Wache ist und darauf wartet, dass irgendwo der Alarm hochgeht. Das sind klassische Fälle von Arbeitsbereitschaft. So. Ja, oder ein Alarmverfolger zum Beispiel, der wartet, dass was passiert. Genau. Das, ja, wenn wir im Sicherheitsgewerbe bleiben, der Mitarbeiter, der zum Beispiel nichts anderes zu tun hat, als Rundgänge durchzuführen, und zwischen seinen Rundgängen hat er jedes Mal 2 Stunden nichts zu tun und hat auch sonst keine Aufgaben, bei dem könnte man von Arbeitsbereitschaft sprechen. So, aber jetzt kommt genau der entscheidende Punkt. Denn das Argument, was viele Sicherheitsdienstleister jetzt hier bringen, der Mitarbeiter, der am Tor sitzt und Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführt, der hat Arbeitsbereitschaft, wenn gerade keine Person oder keine Fahrzeuge reinkommt und kontrolliert werden müssen. Das ist das übliche Argument. Und das geht fehl. Das ist ein Argument, das einfach nicht greift, weil nämlich der Sicherheitsmitarbeiter die Aufgabe hat, die primäre Aufgabe hat, zu überwachen, dass sein Aufgabenbereich nicht unbefugt überwunden wird. Das heißt, er muss permanent aufmerksam sein. Er muss rausschauen, er kann eben sein Gesicht nicht hinter eine Zeitung stecken. Er kann vielleicht schon, er sollte es nicht, er darf es nicht, er darf nicht mal kurz in die Teeküche gehen, sich einen Kaffee kochen und das Wachlokal sozusagen unbesetzt lassen. Und das sind genau die Punkte, bei denen ich sage, hier liegt keine, und nicht nur ich übrigens sage, hier liegt keine Arbeitsbereitschaft vor. Auch dazu gibt es einschlägige Urteile. Mitarbeiter zum Beispiel in der Leitstelle, da gab es ein Urteil, glaube vom Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, meine ich, sei das gewesen. Da ging es um den Fall einer Leitstelle, bei der eine automatisierte Videoüberwachung stattfand und der Mitarbeiter quasi informiert wurde, wenn irgendwo eine Kamera was detektiert hat. Und da hat das Landesarbeitsgericht gesagt, hier liegt keine Arbeitsbereitschaft vor, weil der Mitarbeiter trotzdem permanent aufmerksam die Videobilder überwachen muss. Es gibt Urteile bezüglich Empfangsdiensten etc., wo immer geurteilt wurde, hier liegt keine Arbeitsbereitschaft vor, weil der Mitarbeiter eigentlich eine andere Kernaufgabe hat. Und im Übrigen, die Sicherheitsdienstleister selber schießen sich da ins Knie, denn wenn man mal so eine normale Dienstanweisung liest, da steht in der Regel immer drin, der Mitarbeiter darf sich nicht ablenken lassen, der Mitarbeiter darf nicht Zeitung lesen, der Mitarbeiter darf keine Bücher lesen, er darf kein Fernsehen, er darf kein Radio hören, er darf nicht mit seinem Handy spielen und so weiter und so fort. All das zeigt mir doch, dass der Arbeitgeber erwartet, dass sein Mitarbeiter permanent aufmerksam ist. Und dann kann keine Arbeitsbereitschaft vorliegen. Also wäre eine Arbeitszeit von über 10 Stunden in diesen Fällen nicht erlaubt. Ich war vor einiger Zeit, ich weiß, man sollte es nicht tun, aber weil ich in einem Systemgastronomiebetrieb im Außenbereich gesessen und dann kam ein Geld- und Werttransportfahrzeug. Und das Ja. heißt, also der eine ist ausgestiegen, hat also Geld beliefert und der andere saß in dem Handy, im Auto und hat dann heftig am Handy rumgespielt. Also Stichwort Umfeldbeobachtung. Ja, genau. Also das würde dann logischerweise auch nicht Richtig, unter das Ganze genau. fallen. Richtig. Ja. So. Anders wäre es jetzt zum Beispiel, und deswegen, da muss man immer genau auf die Situation schauen, das ist ganz wichtig. Anders wäre es zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter am Werkstor nicht einfach nur an der Schranke säße, sondern wenn das Werkstor zu wäre. Situationen, die wir ganz häufig an Wochenenden oder an Feiertagen haben. Ja, da ist dann ein Rolltor, das ist zugefahren, und wenn dann doch jemand rein will, dann muss er klingeln, dann wird das Rolltor aufgefahren und so weiter und so fort. In dem Fall läge durchaus Arbeitsbereitschaft vor, weil eben der Aufgabenbereich des Mitarbeiters nicht so ohne weiteres überwunden werden könnte. Ähnliches gilt zum Beispiel für Empfangsarbeitsplätze. Wenn ich an ein Gebäude reinkomme und ich muss erstmal klingeln und die Empfangskraft muss dann einen Türöffner drücken und dann komme ich quasi in das Gebäude rein und kann mich anmelden, dann läge Arbeitsbereitschaft vor. Dann wären also Dienstzeiten über 10 Stunden zulässig. In Situationen, wo ich zum Beispiel eine Tür habe, die automatisch aufgeht und nicht einfach so in diesen Empfangsbereich reinspazieren kann, wäre es wiederum nicht der Fall. Also so die klassische Empfangszentrale, wo dann eben Alarme aufgeschaltet sind, da könnte sowas auch dann Genau. reinfallen, wenn da eben, wenn was ist, reagieren muss, aber es wird ihm angezeigt, Achtung, jetzt musst du reagieren. Ja, richtig. Wobei da muss man wieder vorsichtig sein. Da sind wir wieder in diesem Bereich, was ich gerade mit der Leitstelle hatte. Wenn der Mitarbeiter dort selbst Videobilder überwachen muss, wenn er selbst Okay, drauf gucken muss, genau. dann wären wir wieder in einem anderen Bereich. Ja.
Das ist die reine Lehre, was das Arbeitszeitgesetz angeht. Jetzt weiß ich natürlich, weil ich ja selbst jahrelang in dem Gewerbe gearbeitet habe, dass die Mitarbeiter natürlich häufig auch eine andere Perspektive drauf haben. Und das höre ich auch gerne mal in Gesprächen mit Arbeitgebern, die mir dann sagen, ja, ich würde ja durchaus auf 8-Stunden-Schichten runtergehen, aber dann rennen mir meine Mitarbeiter die Bude ein und sagen, ich habe keine Stunden. Ja, aus deren Sicht nachvollziehbar. Ich habe allerdings auch schon Arbeitgeber gehört, die gesagt haben, wir haben es gemacht, wir haben umgestellt auf 8-Stunden-Schichten und ich hatte dann 3, 4 Monate später das Problem, wenn ich mal eine Schicht verlängern wollte, dann kamen die Mitarbeiter und sagten, nee, nee, also ja, länger als 8 Stunden geht ja gar nicht. Also das ist wie ganz häufig, wir Menschen haben Angst vor dem, was wir nicht kennen und wir haben jahrzehntelang in 12-Stunden-Schichten gearbeitet und jetzt kommt irgendjemand und sagt, hier, wir machen jetzt nur noch Achter und dann habe ich natürlich Bedenken, ja, ich komme nicht auf Stunden, mir geht Geld flöten, ein Wochenende mehr ist versaut und so weiter und so fort, alles valide Argumente. Am Ende des Tages ist es aber so, zum einen, ich muss gar nicht mal zwingend weniger verdienen, weil ich halt anstatt 10 Schichten halt dann, oder nicht 10 Schichten, wäre jetzt mal untertrieben, anstatt 20 Schichten müsste ich halt 22, 23, 24 Schichten machen, wie jeder normale Arbeitnehmer übrigens auch. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt auch gewisse Effekte, die ganz häufig übersehen werden, wie ich habe mehr von meinem Leben, weil ich etwas mehr Freizeit habe. Und wenn wir mal von dem rein rechtlichen weggehen, und das ist so ein Appell, den ich auch an meine Auftraggeber immer gebe, wie viel Sicherheit produziere ich denn noch, wenn ich 10, 11 Stunden irgendwo in einer Leitstelle sitze oder irgendwo an einem Tor sitze? Irgendwann ist mein Speicher voll und ich mache Fehler. Ja, das ist ja auch arbeitsmedizinisch wunderbar untersucht. Die Fehlerquote nach 8 Stunden, die steigt massiv an. Das heißt also auch weg von der rechtlichen Beurteilung her muss man sich überlegen, machen solche Dienste überhaupt Sinn? Was für die Planer ganz wichtig ist, und das ist auch was ganz, ganz häufig überhaupt nicht beachtet wird, weil es im Arbeitszeitgesetz auch relativ weit hinten steht, nämlich in den Paragraphen 21 und 22. Was passiert denn, wenn ich gegen das Arbeitszeitgesetz verstoße? Da steht was von bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Das heißt, ein Verstoß oder ein wiederholter Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz ist deutlich schwerwiegender als der Einsatz eines Mitarbeiters ohne Unterrichtungsverfahren. Ja, das eine ist eine Ordnungswidrigkeit, das andere ist eine Straftat. Muss man sich schon mal Gedanken machen, ob ich als Planer, als Einsatzleiter, als Objektleiter, als Geschäftsführer eines Sicherheitsunternehmens tatsächlich willens bin, eine höhere Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe zu riskieren. So, nochmal zu dem Punkt mit den 12-Stunden-Schichten. Also ich weiß es auch noch aus eigener Erfahrung, wenn man dann 5 12-Stunden-Schichten am Stück hatte, heißt früh aufstehen, was essen zur Arbeit, Arbeit, abends ein bisschen was essen, schlafen. Sonst passiert da gar nichts mehr. Und allein aus diesem Aspekt macht es definitiv Sinn, auf 8 Stunden zu gehen, dass man wirklich, wie du sagst, auch noch ein bisschen Freizeit oder Stichwort soziale Kontakte hat. Ich meine, was man ja mit einrechnen muss, ist ja auch der Weg, den ich habe, um zu meinem Arbeitsplatz zu kommen. Ich hatte vor ein paar Jahren in Berlin mal eine Situation, da habe ich mich mit einem Mitarbeiter unterhalten, der in 12-Stunden-Schichten arbeitete und der in Frankfurt-Oder wohnte. Das heißt, der ist jeden Tag nochmal 1,5 bis 2 Stunden unterwegs, einfache Fahrtrichtung. Der ist 14 bis 16 Stunden am Tag für seinen Job unterwegs. Wenn der irgendwann gegen einen Baum kachelt, und das ist auch nochmal so ein Nebenaspekt, wenn der irgendwann gegen einen Baum kachelt, dann steht in der einen oder anderen Zeitung nicht Sicherheitsmitarbeiter von XY Security fährt sich zu Tode, sondern da steht dann drinne, Auftraggeber X, ja, beschäftigt Dienstleister so, dass die sich irgendwann zu Tode fahren müssen. Ja, das ist auch was ein Auftraggeber über sich nicht unbedingt in der Zeitung lesen möchte. Und was jetzt diese Straf- und Bußgeldvorschriften 22, 23 angesprochen hast, ich hatte vor einiger Zeit eine Anfrage von einem Geld- und Wehrtransportfahrer aus Oberfranken, der hat gesagt, sie müssen jeden Tag mindestens 12 Stunden Geld- und Wehrtransport fahren. Und da habe ich gesagt, wende dich ans Ordnungsamt, hat er gesagt, das hat er schon gemacht. Und wir haben gesagt, das machen doch alle so, sie machen da nichts. Ja, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Diese Strafen sind schön und gut. Sie brauchen natürlich immer jemanden, der sie auch durchsetzt. Und das kennst du genauso gut wie ich, beziehungsweise sogar besser. Das Problem ist einfach, solange es nicht überprüft wird, ja,
ist es einfach auch so, dass niemand sagt, oder dass niemand denjenigen, den Betroffenen vor Gericht zerrt und sagt, so, jetzt statuieren wir mal ein Exempel daran.